ich komme nach Hause, wollte meinen Papa weg. Meine Mutter hatte Frühschicht. Also du wohntest bei deinen Eltern zu der Zeit. Genau, ja. Zu der Zeit habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Dann bin ich nach Hause gekommen, wollte meinen Papa wecken, damit der mir beim Frühstück mithelfen kann. Und ja, dann bin ich ins Elternschlafzimmer. Dann habe ich die Tür aufgemacht und da lag mein Freund neben meinem Vater nackt im Bett. Nein. Doch. Das ist ja krass. Ja. Das ist ja unfassbar. Im ersten Augenblick dachte ich, das ist ein schlechter Scherz. Ich habe erst geschmunzelt, weil ich mir dachte, die verarschen dich irgendwie. Ja, ja, dachte ich. Und das war irgendjemand aus der Ecke springen und sagt, versteckte Kamera, hier, bla bla bla. Und als ich dann dieses schockierte Gesicht, dass sie halt so erwischt worden sind, bemerke oder realisiert habe vielmehr, da bin ich ausgerastet. Ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Die lagen beide nackt im Ehebett deiner Eltern. Ja, im Bett mein Vater und mein Freund, falls das jemand nicht verstanden hat. Ich wollte auch nochmal unterscheiden, dein Vater und dein Freund. Richtig, dein Freund war mein bei dir Vater. Dein Freund war bei dir zu Besuch gewesen. Und hat die Gelegenheit genutzt, während du fleißiges Brötchen holen gegangen bist. Ja, jetzt kommt so über mich. Ich muss mir echt eine Zigarette anmachen. Aber erzähl doch mal weiter. Denn als du realisiert hast, dass das nur wirklich kein Spaß ist, wie ging das denn weiter? Was hast du gesagt? Was haben die gesagt? Moment. Also im ersten Augenblick bin ich total ausgerastet. Du hast geschrien. Ich habe geschrien, ich habe meinen Freund angeguckt, ich habe dem eine rübergebrettert und dann habe ich nur noch 2-3 Mal gehört, von beiden aber auch. Ja, nee, das ist ganz anders, als du denkst. Was soll denn daran noch anders sein? Kannst du das mal sagen, bitte? Wir können dir alles erklären. ja, wir können dir alles erklären, genau. Ja. Die lagen nackt im Bett mit einer Decke. Das beste Stück war natürlich von beiden bedeckt. Und ich habe rot gesehen, ich wusste nicht mehr wohin. Okay, du hast geschrien. Jetzt kann ich drüber lachen, ne? An dem Tag, ey, mir ging es so dreckig, kam mir so verarscht vor. Okay, du hast geschrien, die haben irgendwie ein bisschen was gesagt, aber wie ging denn die Situation dann weiter? In dem Augenblick wollte ich als ich gecheckt habe, dass das wirklich wahr ist, was ich da sehe, wollte ich in dem Augenblick nichts mehr hören. Ich war total schockiert von meinem Vater. Mehr von meinem Vater als von meinem Freund. Klar, natürlich, ich war total verliebt und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber von meinem Vater war ich richtig enttäuscht. Zumal meine Eltern auch glücklich verheiratet sind oder waren. Ich weiß es auch nicht. Und dann habe ich meine Tasche gepackt, bin rausgerannt. Der hat natürlich angerufen und erzählt, ja, pass mal auf, das war ein ganz blöder Zufall. Was soll denn das für ein blöder Zufall gewesen sein? Sag doch mal bitte, erklär du es mir. Also du hast das Haus dann verlassen danach? Ja, danach habe ich das Haus verlassen. Und dann wollte ich nochmal mich mit meinem Papa hinsetzen und in Ruhe reden. Ist dein Freund denn dann währenddessen schon weggefahren nach Hause zu sich? Ich kam spät abends nach Hause, da war er nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie lange die noch im Bett geblieben sind, ob sie danach noch eine Nummer geschoben haben. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich aber wohl nicht. Ich hoffe. Du hast dann, als du nach Hause kamst, mit deinem Vater versucht zu reden. Ja, genau. Ne? Ich versuche mich in Ruhe wirklich mit dem hinzusetzen. Ich dachte, vielleicht könnte ja echt noch irgendwas kommen, was mich dann vom Hocker haut und doch die Unwahrheit wäre, was ich da gesehen habe mit eigenen Augen. Kam was? Aber der hat sich so verhaspelt und von wegen, die haben Fernseher im Schlafzimmer, meine Eltern, die wollten ihn gucken und dann hätte er ihm ein Glas Wasser über den Schoß gekippt und was weiß, natürlich, weißt du? Wer glaubt denn das bitte? Glaubst du, dass da schon eine Weile was lief zwischen den beiden? Ich sag's mal so, ich hatte von meinem Vater überhaupt keine Vorahnung, gar nicht. Mein Vater ist zwar ein gepflegter Mensch, aber dass der so einen Hang zu Männern hat, hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Mein Freund hat ab und zu mal so durch die Blume so Bemerkungen gemacht, wo ich mir aber in dem Moment gar nichts bei gedacht habe. Gar nichts, ey. Okay, du warst so ein bisschen vielleicht vertraut mit dem Gefühl, ein kleines bisschen, dass dein Freund eine leichte bisexuelle Ader hat. Dennoch die Frage, glaubst du, dass zwischen den beiden schon länger etwas gelaufen ist? Es kann gut möglich sein, weil danach habe ich mal so ein bisschen nachgedacht und mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Mein Freund wollte immer öfter und viel lieber. Am Anfang war es so,
oh Schatz, sollen wir echt bei deinen Eltern kommen, noch zu mir, bla bla bla, sind wir ungestört. Aber dann wurde es auch echt öfter, dass er von alleine gesagt hat, ja gut, ich komme dann dieses Wochenende hier und da. Mhm. Wie hat dein Freund sich dir gegenüber denn hinterher erklärt? Mit dem wollte ich gar nichts mehr zu tun haben. Also als ich bei meinem Papa gemerkt habe, okay, das ist total aus den Fingern gesungen, was der sich da zusammengereimt und gebastelt hat. Ach, du hast nie mehr da mit deinem Freund darüber gesprochen? Nee, ich habe den direkt blockiert, bei Facebook blockiert. Und überall direkt gelöscht und ich wollte nichts mehr mit dem zu tun haben. Dann hat mich die Mutter noch angerufen. Und meine Schwiegermutter in Spee, der hat ihr eine Story erzählt, ne? Ey. Mutter ist aber ein gutes Stichwort. Wie ist denn jetzt deine Mutter mit der Situation umgegangen? Erstmal die Frage, wer hat es deiner Mutter erzählt? Das war damals so, ich habe echt lange überlegt, ob ich das meiner Mutter zumuten soll, weil meine Eltern auch lange verheiratet sind. Und dann habe ich mir aber ein Herz gefasst und ihr das halt erzählt, so wie es war. Mhm. Und dann hat die mich auch so blöd verkauft und hat gesagt, ach Quatsch, das kann doch gar nicht sein. Das glaube ich nicht. Erstens ist dein Freund nicht, ich will jetzt den Namen nicht nennen, dein Freund nicht der Typ dafür und dein Vater auch nicht, das hätte ich gemerkt. Und dann hat sie sich auch total darüber aufgeregt, dass ich quasi eifersüchtig auf die Ehe von meiner Mutter wäre oder von meinen Eltern und war dann auch sehr sauer. Was ist denn dann aus der Ehe der beiden geworden? Also mein Vater hat meine Mutter so überredet und bequatscht und betüttelt, dass am Ende ich die Dumme war. Verstehe ich nicht. Inwiefern? Ja, ich hätte mir das ausgedacht, das wäre gelogen gewesen, das stimmte nicht. Achso, deine Mutter glaubt jetzt ihrem Mann mehr als dir. Genau, meinem Vater, tatsächlich. Wie lange liegt eigentlich dieser Vorfall jetzt zurück? Das ist jetzt 1,5 Jahre her. Und du warst 1,5 Jahre mit dem Mann auch zusammen gewesen? Genau, genau. Wie groß war eigentlich der Altersunterschied? Wie alt war dein Freund damals und wie alt war dein Vater damals? Damals war er 25, ich wurde gerade 23. Mhm. Und mein Vater war 44. Hast du denn seit diesem Vorfall einen Kontakt zu deinem Vater? Jein. Also es kam erst was von ihm, dass wir die Sache doch bitte unter den Tisch fallen lassen sollen und dass das echt ein Missverständnis war. Aber zu dem Zeitpunkt war ich echt noch gar nicht bereit, ein bisschen Einsicht zu zeigen. Klar, es ist mein Vater. Ein Freund findet man überall, aber einen Vater nicht. Mhm. Aber danach wollte ich auch mit dem reden und dann habe ich wieder gedacht, nee, du hast es doch mit eigenen Augen gesehen, das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, wie sieht dein Kontakt heute aus mit dem Vater? Jetzt im Augenblick habe ich gar keinen Kontakt. Überlegst du, möchtest du wieder Kontakt haben mit deinem Vater? Eigentlich schon, ja. Aber es ist echt so ein Ding, wo ich mir denke, das kann ich nicht einfach so vergessen. Nee, das kann man natürlich auch nicht vergessen. Ich bin auch ganz irritiert, dass deine Mutter ihm offensichtlich da mehr glaubt, aber vielleicht will sie sich die Wirklichkeit so biegen, wie sie für sie am angenehmsten ist. Ja, ich denke auch. Die sind noch zusammen. Wie geht das denn? Das heißt, du besuchst deine Eltern gar nicht mehr im Moment. Mit meiner Mama bin ich ab und zu einen Kaffee trinken, aber ich gehe meinem Vater schon so aus dem Weg, dass ich nicht zu Hause bin. Und deine Mutter weiß? Ich bin auch danach ausgezogen direkt. Und deine Mutter weiß, dass das damit zusammenhängt, dass du so auf Distanz bist? Die weiß das, ja, die weiß das, aber die glaubt echt, dass ich da einen Keil zwischen meine Eltern schieben wollte. Ich finde natürlich, dass dein Vater als auch der Ältere und Erfahrenere müsste den ersten Schritt machen und das Gespräch mit dir suchen. Denn er hat etwas fulminant Schlimmes getan. Er hat einmal dir in deine Beziehung gegrätscht. Er ist deiner Mutter, seiner Frau fremdgegangen. Fremdgegangen, auch noch mit deinem Freund. Also übler geht's irgendwie alles gar nicht. Also ich finde, dass er das Gespräch suchen müsste. Und wenn du aber wiederum denkst, dass du zu deinem Vater Kontakt haben möchtest, was man ja auch wiederum nachvollziehen kann, Aber es ist schon ein hartes Stück. Absolut, aber da musst du ihm sagen. Ein sehr schwieriger Schritt, sich ein Herz zu fassen und zu sagen, gut, das ist dein Vater. Aber im Endeffekt, er hat meine Mutter betrogen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, mit welchem Geschlecht das ist, um es mal plump zu sagen. Mhm. Und B, mit meinem Freund. Mhm. Was denkt er sich denn bitte? Hat er sich Wie kann ein Mensch denn so krank sein? Hat er sich denn überhaupt mal entschuldigt bei dir?
Nee, der gibt's ja bis heute nicht zu. Das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Er redet sich aus. Dem ich das erzählt habe, der hat sich an den Kopf gepackt und hat gesagt, entweder spinnst du oder die Story ist echt so krank, dass man die nicht glauben kann. Also, es ist jetzt so eine Frage. Eigentlich müsste man es noch eine Weile auf sich beruhen lassen, bis er den ersten Schritt macht. Es ist eigentlich sein Ding, dass er den ersten Schritt machen müsste. Ja. Solltest du ein zu großes Bedürfnis haben, mit ihm wieder in Kontakt zu kommen, dann solltest du das Gespräch suchen, aber dass er wirklich dann auch Klartext redet. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass er das nicht tut, weil er bisher auch sich rausgelogen hat und er wahrscheinlich in einer vollkommen Parallelwelt lebt. Ja, ich glaube auch, dass da echt irgendwie ein Problem mit seiner Persönlichkeit herrscht, weil es kann nicht sein, dass er auf der einen Seite Friede, Freude, Eierkuchen, heile Welt zu Hause und dann erlebe ich sowas. Mhm. Das ist ja echt ein Gegensatz. Ist in der Tat der totale Schock, Lisa. Das tut mir leid, dass du sowas hast erleben müssen. Ja. Also, nochmal abschließend gesagt, wenn der Drang zu stark ist oder sehr stark ist, dass du mit ihm Kontakt haben willst, versuch es nochmal. Dann sei du eben die Erfahrenere und die Ältere, obwohl du die Verletzte bist. Okay. Und wenn er dann immer noch so merkwürdig und sich da versucht rauszureden, ja, dann war es das erstmal zunächst. So traurig das ist, es ist dein Vater, ich weiß, aber so traurig ist es dann. Okay. Also, ich wünsche dir alles Gute. Also offene Karten auf den Tisch legen, nochmal das Gespräch suchen, definitiv. Ja, finde ich schon. Aber auch nur nachgeben, wenn er es zugibt. Ja, aber dann auch von ihm wirklich verlangen, dass er wirklich dir die Wahrheit sagt, was los ist. Vielleicht ist es dann irgendwann auch erleichternd für ihn, wenn er mal die Wahrheit sagt. Ich vermute, dass er vielleicht eine ganz geheime Welt und eine ganz geheime Realität hat in seinem Leben. Ja. Lisa, ich hoffe für dich, dass nie wieder sowas passiert. Ja, ich hoffe auch. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, Tom. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss, Lisa. Tschüssi. Ciao.